Ja, das beste Spiel des Jahres. Ja, des Jahres 2012. Bang! Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von WWE 2K16 und den Challenges. Wir sehen jemanden zum Ring kommen. Jemand ganz besonders ist der gute Bang! Der gute Bang, ja, so ist sein Name. Diamond Dallas Page. It's DDP. Genauso sagt er es immer. Oder so ähnlich. Ich begrüße alle 106 Zuschauer hier bei Vivo.pro/. Beim Song, die mir leid, aber zugucken, wie diese Challenge versuche zu meistern. In der aktuellen Staffel steht es 3:1 für mich. Und ihr könnt eure Herausforderungen einfach in die Kommentare posten. Und ich filter die dann und den entscheidenden Zuschauer im Livestream, welche Challenge letztendlich ankommt. Die aktuelle Challenge, für die gewonnen wurde, kommt von guten Mezzo, Zero, Wrestling-Videos und vieles mehr. Punkt. Name: The One in 21 and 2. Du, einer mit 3 Connor-Slots. Da haben wir uns gemeinsam auf DDP geeinigt. Da haben wir das Patch-Gegner The Undertaker. Challenge: Spiel mit einer Hand. Ja. Nach jedem nicht gekonterten Signature/Finisher musst du die Hand wechseln. Oh, Chokeslam, nicht gekontert. Jetzt muss ich auf einmal mit der linken Hand spielen und irgendwie das hinkriegen. Dann kann ich versuchen, das irgendwie so, das wird überhaupt nichts. Deswegen fange ich natürlich mit der rechten Hand an, wie es das gehört. So, nach jedem Finisher, den du ausgeführt hast, darfst du 10 Sekunden lang beide Hände benutzen. Ich muss wahrscheinlich gewinnen. Davon gehe ich aus, dass das die Challenge ist. Oh! Ich habe einen riesen Spaß. Das Anstrengendste wird wahrscheinlich sein, das Gamepad hochzuhalten, damit ihr auch alles sehen könnt, damit ich nicht bescheiße. Irgendwie sowas in der Art. So, halt doch dein Maul hier. So, los geht's mit der Challenge. Ich halte meine andere Hand hinter dem Rücken. Ich kann jetzt nicht mal gehen. Das ist ein kleiner. Ich habe 4 Corner Slots. Das ist natürlich doof. Ich wechsle auf jemand anderes, der 3 Corner Slots hast. Bis gleich. Änderung im Plan. Ich habe einfach die Corner Slots runtergeschraubt. Bei dem guten. Warte mal. Spiel mit einer Hand. Darf ich jetzt auch wieder mit dem King und so, Kinder und so agieren? Glaube eher nicht. Probieren wir einfach mal. Ich habe mir einfach die Attribute runtergeschraubt, damit wir jetzt bei DDP bleiben, damit ich das Intro nicht nochmal machen muss. Ist, glaube ich, ganz okay, ne? Können wir mit leben. Ist ja mein Vorrat, ihr kennt das Ganze. Ich kriege jetzt schon wieder einen Krampf im Arm, beziehungsweise in der Hand so zu spielen. Ich musste auch mein Ladekabel dazu packen. Da. Natürlich. Genau. Vor dem Versuch der Challenge, vor dem Anfang der Challenge-Aufnahme, der Controller, dem Saft, Mann, die sind komische Deutsch immer und dann muss ich mich auch noch konzentrieren, hier irgendwie den richtigen Winkel zu finden. Also, nicht vergessen, sobald ich es nicht schaffe, einen Signature oder einen Finisher von einem Gegner zu kontern, muss ich die Hand wechseln. Mit rechts geht das hier noch einigermaßen, da ich ja hier natürlich wie gewohnt die Konter-Taste habe und die ganzen Aktionstasten. Und nicht unbedingt brauche ich die guten Analogstick, da ich da natürlich nur. Komm nicht zum linken Analogstick. Müsste umgreifen, da ich damit ja nur gehe und so weiter. Also es geht schon einigermaßen. Also sobald ich mit der linken Taste wirklich spielen muss, da kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen schwieriger wird. So, da muss ich nämlich wirklich ein bisschen umgreifen, ein bisschen anders das ganze Ding hier anfassen, behandeln, ja. Und dann irgendwie überlegen, wie ich das hinkriege. Ja. Überlegen, wie wir das hinkriegen. So, Taker ist bei 35%. Also im besten Fall. Kriegst deinen Signature Move einfach gekontert, mach den einfach selber, zack, Special Moves, Ende im Gelände und tschüss. So, ich will nicht Storms kontern, ihr kennt das Ganze mittlerweile. Guckt euch die letzten beiden Episoden an, die waren sehr spaßig. Wie ging das denn mal? Max Payne! Ja, Max Payne 3! Kennt ihr das Lied? Ja, das beste Spiel des Jahres. Ja, des Jahres 2012. Originalgetreu vorgetragen. Sehr schönes Lied. Ach komm, so jetzt. Ich kann jetzt nur stompen und. Grapple! Danke. Und jetzt nehme ich auch nochmal weiteren Grapple. Kann ich nur Snap mehr machen. Und direkt in den. Diesen wunderbaren Hold. Klar kennen wir das, will ich aber meinen. Max Payne!
Ja, Max Payne 3. Nein, da wollte ich gar nicht. Naja, meinetwegen. Ich komme jetzt auch nie auf die L1-Taste. So. So. Bisher klappt ganz gut. Kann ich mich ein bisschen in seine Richtung vorarbeiten mit irgendwelchen Schlägen? Starker Punch, hat geklappt. Ach, guck mal, das hat wirklich geklappt. Fantastisch. Warten wir kurz. Warten wir kurz. Warten wir kurz. Bisher ist Undertaker in der Nähe von dem Signature Move. Der haben wir hier. Na, hast gedacht, wer? Hast gedacht, ey. Na, hast gedacht. So, jetzt. Aufgepasst. Oh, 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 oh. Moment. Meine beste ICQ-Impression. Oh, 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 oh. Und. Hä, gekontert. Sehr schön. So gehört sich nämlich. Signature Move. Pow, pow. Powerbomb. So, der Signature ist natürlich durchgegangen, deswegen kann ich weiterhin mit der rechten Hand spielen. Und ich kann jetzt genauso gut meinen Finisher ausführen. Und für 10 Sekunden darf ich dann danach. Ach, scheiße, natürlich geht er nicht durch. Natürlich geht er nicht durch. Nach jedem nicht gekonterten Finisher musst du. Nach jedem nicht gekonterten. Ich glaube beim Gegner. Na, fuck. Fuck. So, jetzt muss ich mit der linken Hand spielen. Ich versuche aber jetzt hier umzugreifen. Ich muss jetzt hier mit dem Daumen spielen. Das kann ich besser, weil ich muss ja auf die X-Taste kommen und nicht hier auskicken. Leute, mit dem linken Daumen auskicken, das ist ja eine ganz andere Disziplin. Ach du Scheiße! Gut. Das probiert man, mit der anderen Hand auszukicken. Das ist ja wie, da merkt man erstmal, wie man sich an die andere Hand gewöhnt. Das ist ja wie, keine Ahnung, Messer und Gabel mit der falschen Hand bedienen. Ja gut, die Fremde, genau. Okay, also das war jetzt etwas enttäuschend für meine Fans. Ich hätte jetzt gedacht, das wird irgendwie nicht besser ausfallen. Ich könnte mich etwas besser daran beweisen. Aber nein, ich habe am Ende doch bewiesen, dass ihr die Oberhand habt über mich. Nicht vergessen, in die Kommentare eure weiteren Challenges zu schreiben. Wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Wow, eine wunderbare Spende von gut Kai, der eine auch eine Spende. Ich wünsche dir viel Spaß in meiner Heimat, Köln. Danke. Ach, schön. Ja, gut, Undertaker gewinnt. Das war aber nichts mit GDP. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Nicht vergessen, die Video und Daumen hoch zu geben, Airblock auszuschalten. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Hoffentlich, vielleicht, mal sehen, wenn ich Bock habe, wenn ich Zeit habe, am Sonntag zu streamen. Wenn das klappt, dann muss ich gucken. Airblock aus, Franz, aber zock. Bis zum nächsten Mal. Ciao.